Herzlich willkommen zum 15. Video aus meiner Videoreihe Scratch Cara Aufgabenstellungen. In diesem Fall betrachten wir natürlich die Ausgangsstellung von Cara. Wir haben hier einen Tunnel, in den er sich hineinbewegen soll, einen Tunnelausgang, soll er dann stehen bleiben, Cara. Der Tunnel wird dann so definiert, so festgelegt, dass sich immer links und rechts hier etwas befindet, nämlich hier ein Baumstumpf. Wenn er dann heraustritt, dann hierher kommt, dann soll er dann aufhören, dementsprechend zu laufen. Weitere Vorgabe für die Aufgabenstellung ist, dass eine eigene Funktion, das ist ein neuen boolschen Ausdruck, einführen soll, den man dann feststellt und letztlich, ob er einen Tunnelausgang erreicht hat. Cara soll sich dann folgendermaßen dann verhalten. Lassen wir das Programm mal ablaufen, das fertige. Er schaut dann immer wieder nach, geht einen Schritt vor, wieder zurück und schaut danach, ob er sich beim Tunnelausgang dann befindet. Erschwerend kommt hier dazu, dass es sich hier um eine Linkskurve dann aus Sicht von Cara dann handelt, die er dann nehmen muss. Ich habe hier wieder eine Main-Prozedur, der Weilschleife. Solange eben nicht beim Tunnelausgang ist, das ist hier diese neue Methode, die ich dann eingeführt habe, bei den boolschen Ausdrücken, solange eben nicht beim Tunnelausgang soll er dann immer einen Schritt machen, das ist hier dieses Move. Und schauen wir uns diese neue Methode dann an bei den boolschen Ausdrücken. Und das Ganze ist dann so aufgebaut, mit einer großen if-Abfrage und hier drinnen dann eben if- und if-else-Blöcke. Wenn sich aus Sicht von Cara eben dann links ein Baum befindet und rechts ein Baum befindet, dann ist er praktisch dann in diesem Tunnel drinnen. Dann soll er das Ganze abarbeiten. Oder es befindet sich rechts ein Baum und einer ist davor. Das wäre hier in diesem Fall. Das heißt, hier ist dann ein Tree Front, das heißt ein Baum schon vor ihm und rechts ist von ihm einer. Das sind all diese Fälle, wo er in diese If-Frage eben dann hineinspringen soll. Wenn ihm diese ganze Bedingung nicht erfüllt ist, dann soll er false zurückgeben, das heißt, dann ist er in dem Fall nicht beim Tunnelausgang angelangt. Wenn es zutrifft, wenn er drinnen ist, dann schaut er zum Beispiel, if not tree front, das wäre jetzt in jeder Fall, wenn er drinnen ist, dann geht er einen Schritt weiter. Dann hier zu diesem Fall, wenn sich ein tree front befindet und rechts von ihm, das wäre hier, soll er sich nach links drehen und einen Schritt weiter gehen, dann würde er hierher gelangen. Für den Fall, wenn sich links kein Baum befindet, es ist not all, oder rechts nichts befindet, das wäre dann hier letztlich dieser Fall. Drehen wir noch in die richtige Richtung, dass das Ganze einen Sinn macht. Dann müsste man den Wahrheitswert wahr, true zurückgeben. Man wäre dann diese Bedingung nicht mehr füllen, also würde zum Gehen aufhören, weil er dann beim Tunnelausgang wäre und hier steht der Not-Tunnelausgang. Wenn wir das dann weiter betrachten, dann ist das else, das heißt, wenn er sich eben dann nicht links oder rechts etwas befindet, dann soll er dann hier sich links zweimal drehen, das heißt, er dreht sich noch einmal um. Und das ergibt dann letztlich dann die Situation, er ist im Tunnel drinnen, dreht sich dann einen Schritt nach links, checkt dann praktisch ab, dreht sich nochmal um, geht dann wieder zurück. Das sind hier genau diese Schritte. Geht dann hier mit diesem Schritt hier beim Move, geht er dann hinein, ruft dann hier Tunnelausgang auf, kommt dann hier in diesen Bereich hinein, wenn diese Fälle nicht zutreffen, dreht sich nach links dann wieder um, geht dann wieder einen Schritt zurück, dreht sich dann wieder in die Gehrichtung und gibt dann zurück, dass eben nicht der Tunnelausgang ist und geht dann einfach dann wiederum seinen Schritt, den er hier hat, dann wieder weiter. Dann wieder die Abfrage, dreht sich, geht wieder einen Schritt voraus, schaut einmal, was Sache ist und das Ganze spielt er so lange durch, bis er eben dann am Tunnelausgang dann angelangt ist.